Und weiter geht's. So, von 17 Territorien sind wir auf, na, auf 20 hoch. Das heißt, wir haben drei Schlachten gewonnen. Drei Länder erobert. Sehr schön. Hier hinten bin ich safe. Die Truppen können nach vorne. Da fällt mir an dem Gorkil oder Gorkli? Gorkil. Dem kann ich ein paar Bogenschützen mitgeben. Und ein paar Orks auch noch. Ja, komm, schmeiß rüber, was halt geht. Dann gehe ich mit dem Gorkli jetzt nach links. Nehme diesen Mist ein. Dann könnten wir nämlich bald Eriador. Und hier. Ah, da steht noch so viel Mist. Die Zwerge knallen halt auch ganz gut mit Gimli. Aber hier habe ich sehr viele Spinnenreiter. Mit denen kann ich theoretisch arbeiten. Ich probiere es mal. Ich greife jetzt hier den Hohen Pass an. Da unten ist der Rothorn Pass. Sehr interessant. Genau, den Hohen Pass. Und. Tja. Ich werde diese Truppen nach da schicken, die nach dort. Dann bin ich hier erstmal safe. Und dann versuche ich anzugreifen. Die sind ausgerüstet. Was steht denn da alles an Armeen? Wir haben Zwerge, Menschen, Elben, Mord. Da steht ja alles. Das sind fünf Gegner in diesem Land. Der hat sich da richtig mies verschanzt. In Rudaur. Ich glaube nicht, dass ich Rudaur erobern werde. Das Geschickteste wäre wohl wirklich einfach stehen zu bleiben. Erstmalig. Hoffen, dass ein paar in den Hohen Pass gehen. Hoffen, dass ein paar nach Amun-Sul gehen. Und hinten. Die Frage ist jetzt. Okay, erstmal bekommt er noch eine ausgebildete Spinnentruppe. Ach, der darf nicht mehr. Dann tausch mal aber. Okay, wenn er nicht mehr darf, dann lassen wir das so. Die Frage ist, greifen wir jetzt hinterrücks an oder gehen wir weiterhin und zerstören Infrastruktur? Ich glaube, ich marschiere jetzt Richtung Schicksalsberg. Ich schlage wirklich so eine Schneise. Und dann gehe ich rüber und erobere die Eisenberge und den Erebor. Damit hatte ich nämlich eine Menge Supply. Hier stehen nämlich für die Elben nicht viel. Aber Mordor hat noch viel und die Zwerge sind hier hinten auch noch ganz stark. Vor allem haben sie hier noch einen Helden, den König Dain. Ich muss nur sicher gehen, dass ich hier nichts verliere, wenn ich angegriffen werde. Das heißt, ich splitte hier meine. Obwohl. Warte mal. Genau, hier sind keine Helden, hier nicht und im angrenzenden Land auch nicht. Helmsklamm nehmen sie so oder so nicht. Einer kann ich alles rüberschicken. Und dann gucken wir uns das mal an. Aua! Okay. Okay, sie sind alle aus Armor, aus Rudau raus. Ah, verdammt. Oh, Gothmog hat sich stark gemacht. Aber hier stehen schon zwei Gänge, damit kann ich arbeiten. Als erstes machen wir das hier. Sehr schön. Dann machen wir das hier. Oh, sie wollen kämpfen. Okay. Aber wird einfach, der Theoden ist nicht stark. Sie hat ein Reiterbataillon, ich glaube ein Soldatenbataillon, das war's. Piece of Cake. Nachdem ich da gerade eben gegen drei Gegner gekämpft habe und das geschafft habe, sollte es ziemlich easy werden, jetzt dort gegen einen zu kämpfen. Also wird kein Problem darstellen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Aber die Warge, das finde ich halt auch sehr interessant, was die Uruk-hai machen. Das habe ich so jetzt nämlich noch von keiner KI gesehen, dass sie nämlich versuchen, hinterrücks in ein Land reinzukommen und wirklich auf Baumeister und so weiter angreifen. Also Baumeister angreifen, Ausbildungsgebäude. Haben jetzt, soweit ich weiß, machen die Uruk-hai mit den Waagreitern das als einzige. Habe ich jetzt so gesehen. Also hier ist es mir jetzt letzten paar ziemlich stark aufgefallen. Ob das jetzt exklusiv so ist, keine Ahnung. Vielleicht. Aber wie gesagt, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Erfahrung.
Haltet eure Messer bereit. Ah ja, Reiter. Immer weiter. Weg von der Mine. Uns kann niemand aufhalten. Ich würde mal gern wissen, wo die Gegner überhaupt sind. Ja, macht's mir wieder alles kaputt. Ist schon recht. Ah, da haben sie Katapulte. Alles klar. Nee. Spinnen. Was ist da los? Macht's kaputt? Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt kann ich das Ding gleich neu aufbauen, oder? Unglaublich. Dann bauen wir halt noch ein Spinnenteil. Aha. Ja, der ist aber mutig. Der ist wirklich mutig, der Theoden. Der ist auch nicht stark als Held. Ich mag den nicht. Also wenn ich den hab... Ne, der ruhmreiche Angriff ist gut, aber ansonsten... Okay, und das Ausbilden. Aber er ist kein Held für den Kampf. Definitiv kein Held zum Kämpfen. Da ist er komplett useless. Im Kampf kannst du ihn nicht gebrauchen. Zumindest wüsste ich nicht wofür. Na los. Haut's weg. Alles klar. Go, go, go. Das können wir drüber reiten. Sehr schön. Alles klar. Sieht doch soweit ganz okay aus. Na los, macht das Katapult kaputt? Ja, brav. So, dann könnt ihr da noch drüber rennen. Da nicht drüber rennen. Die zerstören und dann drüber rennen. Aber macht's das... Die sind so blöd, die Spinnen. So blöd. Unglaublich. Ich sag denen, zerstört sie und dann rennt's drüber. Nö, sie greifen ein bisschen an und sterben. Großartiges Kino. Aber wenigstens leben da noch alle. Das sah nicht so aus, als wäre da eine Kaserne. Ach, guck mal einer an. Halt, Baumeister. So, bauen wir da noch ein bisschen was. Spinnenreiter kann man immer gut brauchen. So, darüber rennen. So. Ja, das war auch nicht schwer. Oh. Was habe ich jetzt ausgedrückt? Oh, toll. Hm. Naja, noch überlebt er mit dem Blödspinnen. Aber auch nicht mehr lange. So, wo ist der Gegner jetzt? Sie haben keinen großen Sichtradius, obwohl es berittene Einheiten sind. Ja, schon ein bisschen schade. Na komm. Dann bauen wir mal eine Festung. Und eine Schatzkammer oder ein Schatzlager oder ein Schatzhaufen oder wie auch immer. Da können wir drüber rennen.
So. Okay. Schaffen wir das Türmchen oder eher nicht? Alles klar. Sieht doch ganz okay aus. Kann man nichts sagen. Es wäre cool gewesen, wenn die Spinnen nicht gestorben wären. Aber wie auch immer. Ja, ja. Das ist sehr schön. Dann bauen wir noch ein bisschen mehr. Aber weit können die schießen, wenn die auf dem Hügel sind. Gibt's euch das mal? Das ist ja ewig weit. Stark. Na gut. Gibt's halt keine Upgrades, aber... passt schon. Ist okay. Gut, der nervigste, schwierigste Teil kommt jetzt erst. Und ich glaube, da werde ich kein Land sehen. Und zwar der hier gegen fünf Gegner. Und das Schlimme ist, alles, was ich habe, sind Orks. Ich habe sonst nichts. Wenn ich jetzt hier schaue. Das ist echt furchtbar. Ich habe Bogenschützen. Ein paar Orks gegen fünf Gegner. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen könnte. Weil fünf Gegner ist schon brutal. Er ist schon ziemlich brutal. Da werde ich ja theoretisch. Das Problem ist, dass ich nicht genug Supply frei habe. Ich werde nicht genügend Kommandeurspunkte haben. Das ist das Maximum, denke ich mal, und das wird nämlich das Problem sein, ist, dass ich wahrscheinlich hier bei 360 bin. Ist halt ein Witz. Damit geht nichts. Uns kann niemand aufhalten. Die Wagen sind gefährlich. Aufpassen! Fängt ja schon mal gut an. Ne, warte. Ich muss ausbilden können. Ich wünschte, ich hätte einen dritten Baumeister. Gerade jetzt wäre das extrem nützlich. Oh, Leuchtfeuer. Warge. Das da. Okay. Das ist so furchtbar. Das haben sie auch zerstört. Das ist ein... Wofür steht ein Orkgrube? C. Oder Höhle. Ist ja egal. Da drüben waren Reiter, das weiß ich. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Im besten Willen nicht. Nee, vergiss es. Keine Chance. Ups. Da muss ich echt aufpassen. Keine Chance. Da wäre ich einfach komplett überrannt. Und es ist so eine Armee, die schaffe ich nicht. Keine Chance. Und ich kann mir halt keine Festung nichts leisten. Okay, Andros haben wir noch.
Natürlich will er das probieren. Aber Kandros ist eigentlich eine ganz solide Map. Ich kann ein Bataillon Spinnreiter hochschicken zum Vorposten und zum Trollen. Eins nach rechts zu den Wargen. Eins nach oben zum Leuchtfeuer. Eins in die Mitte zum Leuchtfeuer. Eigentlich kann ich vier in die Mitte schicken, eins hoch, eins runter und in der Mitte dann nochmal splitten. Am Schluss sie alle in die Mitte wieder zusammenführen und zurückhalten. Weiter, weiter. Aber erstmal bauen wir ein paar Gebäude. Beziehungsweise ich kann die nach unten schicken. Und die in die Mitte, das ist echt gut. Den nehmen wir auch gleich ein. Ein Bataillon Spinnreiter geht hoch. Eins geht runter, weil da ist überall Gold. Eins in die Mitte und noch eins hoch. Und das Gasthaus zerstören wir. Dann Spinnen. Und Spinnen. Gebäude eingenommen. Dann greifen wir da an. Das nehmen wir ein. Die positionieren sich. Und die nehmen das da oben ein. Die hauen ab. Die können drüber rennen. So. Müsste aber uns okay sein. Passt. 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 Komm schon. Hier schaut es ein bisschen mies aus. Aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie haben mir lang genug Zeit gegeben. Mehr als lange genug. Ja, aber das passt schon. Das geht schon. So, schön drüber rennen. Die rennen da lang. Da oben haben wir alles. Das haben wir eingenommen. Da unten gibt es nichts mehr. Das hier passt schon. Dann erweitern wir es halt nochmal, damit es feuern kann. So. Passt schon. Das macht nichts, die waren eh nicht ausgerüstet. Passt schon. So. Und Bombs. So, sieht ganz gut aus. Bis auf, dass da Gothmog ist. Der ist ein bisschen stark. Da muss ich jetzt ein bisschen Karussell spielen hier. So hin und her, immer im Kreis, dupdi-dupdi-du. So. Und auf Dauer macht er das auch nicht. Der Schaden von den Spinnreitern ist nämlich gar nicht so schlecht. Ist ganz solide. So, dann ein bisschen splitten hier. Dann so rundherum. Schatzlager und dann Attacke. Na also. Perfekt. Läuft. Da könnt ihr drüber rennen. Sie gehen jetzt in den Nahkampf. Es ist ein bisschen knapp, aber es geht. Die sind fast Stufe 2. Rennst da mal drüber.
Bling! Und dann wieder zurück. Vielleicht überleben sie es sogar. Und weiter ausbauen. Geht schon. Da könnt ihr drüber rennen. Ich denke mal eh, dass er jeden Moment aufgeben wird. Oh, das haben die noch gar nicht eingenommen. Ja, die ist für euch vielleicht groß genug. Mir reicht's aber nicht. Das Gute ist, ich weiß, dass ich keine schweren Rüstungen oder Beuterüstungen forschen muss, weil die Spinnenreiter, die ich benutze, könnte es gar nicht benutzen. Ist eigentlich echt gut. Ja, viel Geld bringen die Orks jetzt nicht. Passt aber schon. Besser als nix. Ich will mich nicht beklagen. So. Wir rennen jetzt mal so rum. Und der baut weiter. Und dann rennen wir da durch. So viele Spinnenreiter. Ich mag die, die sind ziemlich stark. Wo sind die anderen beiden? Keine Ahnung. Na gut. So. Okay. Schaut doch eigentlich ganz gut aus. Das bauen wir noch, die Feuerpfeile noch. Danach kann ich ein Schatzlager abreißen, das gibt wieder ein bisschen Geld. Ist gar nicht schlecht. Natürlich ist es teuer, aber lohnt sich schon. Moment mal, die Bannerträger kommen zum Schluss. Sehr schön. So, fangen wir erstmal mit den Klingen an. Wo sind meine Gegner, hä? Die Brücke können wir verfluchen. Ein paar Flammenpfeile können wir noch bauen. Oh, die haben kassiert. Genau, schön auf die Viecher draufhauen. So. Ja, der macht ja gar keinen Schaden, der Turm. Halt, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Nein. Ich hoffe, die kommen noch durch, die Klingen. Die Bannerträger sind mir nicht so wichtig, aber... Na, nicht alle. Aber war ganz okay. Damit habe ich nochmal gut schön arbeiten können. Die sind ja jetzt ausgerüstet, ne? Das ist für den auch kein Vergnügen, also... Geht schon, geht schon.